Der nächste Referent ist Musiker und dem Tibetischen in Wort und Schrift mächtig, was dem Vortrag sicher zugute kommen wird. Der heißt nämlich Tibets Kontakte zu außerirdischen Welten. Einen großen Applaus für Franz Betz. So, also servus miteinander. Wir sagen du, ich bin der Franz. Als Musiker spiele ich am liebsten in kleinen Clubs. Ich habe aber auch kein Problem, vor großem Publikum zu spielen. Aber als Referent ist das jetzt ein richtiger Problem. Und ich hoffe, ich rede nicht allzu viel Unsinn. So, die Thematik, die jetzt Kontakte zu außerirdischen Welten, ich muss das jetzt präzisieren. Ich wusste ja gar nicht, wie ich das kurz formulieren sollte. Also, erst einmal, unsere materielle, grobstoffliche Dimension, das ist nicht die einzige. Dahinter ist man schon durch die Quantenmechanik gekommen. Ja? Es gibt Parallelwelten. In diesen Welten leben ungefähr genauso viele Wesen wie in unserer. Sie sind aber für unsere Welt so blind wie wir für ihre. Es gibt aber eine Ausnahme, und darum geht es dann bei mir speziell, das ist die Sphäre Sukhavati. Dort lebt man auf einen Punkt. Wir leben auf einer Gerade, ja? Ich komme noch, das ist nicht, gar nicht so leicht zu erklären. Ich komme noch drauf zurück. In Sukhavati lebt man auf einen Punkt. So, die Tibeter hatten damit schon Kontakt ganz früher, während der Zeit der ersten Könige. Und ein seltsames Phänomen bei den Tibetern ist, dass sie so unwahrscheinlich genau ihre Geschichte überliefert haben. Das gibt es in keiner alten Kultur. Dieses Muster alle, als man noch keine Schrift hatte in Tibet, wurde das mündlich überliefert. Ja? Da könnte man gleich wieder sagen, ja, das sind das Legenden. Da können die Tibeter ganz böse werden, wenn man das sagt. Mir hat sogar mal ein Tibeter gesagt, das mündliche Überliefern ist sogar noch besser wie das schriftliche. Beim schriftlichen kann man sich verschreiben, der andere schreibt es dann ab und so weiter. Ja? Und weil das so wichtig ist, die tibetische Geschichte, die Überlieferung, möchte ich jetzt einmal kurz auf die tibetische Geschichte kurz eingehen. Ach, das Bild ist schon da. Also, der erste König von Tibet ist hier bekannt als Ödük Bugyel, besser bekannt als Nyadi Zenbo. Nyadi Zenbo heißt der Nackenthronmächtige. Und er wurde oben auf dieser Burg Jumbulagang intronisiert. Wahrscheinlich hat er die Burg, sogar erbaut. Ja? So, diese ersten Könige nach der Überlieferung hieß es, sie kamen von den Mu. Also sie waren keiner menschlichen, nicht menschlichen Ursprung. Sie sind einfach erschienen, haben regiert, sind verschwunden, dann kam der Nachfolger, wieder erschienen. So ging das weiter bis König Nummer 8, der hieß Trikum Zenbo. Und da gab es da oben eine Palastrevolution. Ein Minister Longnam hat den König gestürzt, hat sich selbst intronisiert, hat die Königin verdammt als Pferdehüterin in die Wüste und in die Steppe. Und die drei Söhne hat er vertrieben ins Ausland von dem König. Ja. So. Und diese Königin hat ein Ding erzählt immer. Und das war so wichtig, dass man das, fand er mal so wichtig, dass man das auch ganz genau immer überliefert hat. Sie hat gesagt, sie war mal in einem merkwürdigen Bewusstseinszustand. Da kam ein strahlendes Lichtwesen auf sie zu und hat Sex mit ihr gemacht. Ja. Und als sie wieder ins Wachbewusstsein, ins Dachbewusstsein zurückkam, sah sie einen weißen Jack davonrennen. Und nach gewisser Zeit hat sie etwas geboren, das beschrieben wird als zuckende Blutklumpen. Und sie wollte das aber nicht wegwerfen, weil das aus ihrem eigenen Körper hervorgekommen ist. Und man hat dieses zuckende Blut, diesen zuckenden Blutklumpen in ein Horn verfrachtet und hat das Horn gewärmt. Und nach einer gewissen Zeit ist aus diesem Horn ein Wesen mit menschlichem Antlitz hervorgekommen. Und das ist, der bekam dann den Namen Rulakye. Rulakye heißt im Horn geboren. Und als der nur erwachsen war, hat er wieder eine Palastrevolution veranstaltet und hat den Minister, der sich selbst intronisiert hat, gestürzt.
Und er hat einen der Söhne von Trikom Zenbo aus dem Ausland zurückgeholt und hat ihn intronisiert oben. Der ist dann als der neunte König, den Minister zählt man nicht dazu, der war dann der neunte König von Tibet, bekannt unter dem Namen Bude Kongyel. Und Rulakye hat er zu seinem Minister gemacht. So, und diese beiden Figuren sind sehr bedeutende Persönlichkeiten in der asiatischen Geschichte und sie werden sogar in zwei chinesischen Annalen ausführlich erwähnt. Rulakye war vor allen Dingen ein begabter Ingenieur, der hat auch die Landwirtschaft auf dem tibetischen Plateau modernisiert. Er hat Brücken gebaut, den Fernhandel eröffnet, Straßen. Und es heißt dann auch, dass Händler in Südchina, die ihm manchmal ganz schlecht ihre Waren absetzen konnten, hier nun nach Tibet verkauft haben. Und die Tibeter waren Zwischenhändler und auf diesem Weg gelangten diese Waren aus Südchina ins weit entfernte zentrale Asien. So, woher weiß ich das alles? Jetzt will ich mal schauen, ob ich damit klarkomme. Da gab es ein Buch bei uns erschienen, in unserem Buchhandel, und zwar von den Tibeter Bhutan Rinpoche. Ein ganz wunderbarer, bedeutender Chronist, ja. Ich muss da noch, ich muss dazu noch sagen, als dann die Tibeter Schrift hatten, da wurden die Chroniken geschrieben. Also so viele Chroniken, wie wir in Tibet haben, haben wir in keiner Kultur. Bei uns auch nicht, bei uns lange nicht. Aber sehr bedeutend war eben dieser Bhutan. Ja, und das Verrückte ist, dass dieses Buch gab es bei uns im Buchhandel. Ich glaube sogar, das gibt es noch heute. Das kann man bestellen, wenn man die tibetische Sprache mächtig ist. Ich habe es vor vielen Jahren gekauft. Also alles, was ich jetzt erzählt habe, kann man so hier lachen. Aber jetzt will ich mal einen Sprung weitermachen zum 28. König von Tibet mit dem Namen Lhato Trinh Nyentsen. Und da lesen wir hier, ich sage es mal auf Deutsch, über den tibetischen König Lhato Trinh Nyentsen. Da heißt es bei Bhutan, als der König 60 Jahre alt war und sich einmal oben auf seiner Burg Jumbulakang, wahrscheinlich auf dem Berg, Fried aufgehalten hat, da kam ein Ding geflogen. Das wird genannt Samadokö. Samadokö heißt eigentlich Behältnis, Schatulle, Korb. Das kam geflogen von weit aus der Himmelsregion, ja, zu dem König hin. Und der König fand darin einen Text. Nun war das Problem, dass man ja in Tibet noch keine Schrift hatte und niemand lesen konnte. Aber der König fand diese Schrift so bedeutsam, dass er sie aufbewahrt hat in seiner Schatzkammer. Ja, da steht noch hier was, das kann ich jetzt nicht erklären, warum. Und gab der Text den Namen Geheimer Helfer. Warum, weiß ich nicht, steht hier. Und wir erfahren dann noch weiter, ganz unten, dass der König ein Alter von 120 Jahren erreicht hat. So, jetzt mache ich mal einen Sprung noch weiter. Bleiben wir immer bei Bhutan, was da steht. Der 33. König von Tibet hieß Rongzin Gampo und aufgrund seiner Anweisung wurde eine tibetische Schrift geschaffen. Also ich komme da noch mal speziell drauf zu sprechen. Und Bhutan schreibt, der König hat 4 Jahre unausgesetzt Schriften studiert, besonders natürlich die neue tibetische Schrift, und er begann auch sofort zu schreiben. Und er war wahrscheinlich der erste, oder zumindest einer der ersten tibetischen Schriftsteller. Und er hat auch diesen Text übersetzt, der da dazugeflogen ist, den 28. König. Steht das bei Bhutan hier. So, ich muss jetzt noch mal zurückgehen, kurz zur Burg. Ich weiß nur von einem Europäer, der mal da oben war, als die Burg noch richtig stand, und das war der Österreicher Heinrich Harrer. Er hat aber überhaupt nichts berichtet über Bücher und Archiv und sowas, ja. Ja, die Burg wurde natürlich dann zerstört bei den Idioten der, Roten Garten oder wie die hießen. Und man hat sie aber dann wieder aufgebaut, äußerlich ganz perfekt rekonstruiert. Also die Bilder, die Harrer gemacht haben, da sieht man ganz genau, dass man die Burg exakt rekonstruiert hat wieder. Ja, da war ich oben und ich habe natürlich gleich nach Büchern gefragt und nach Texten.
Leider haben sie gesagt, die haben alles verbrannt, es ist nichts mehr da. Ich habe auch nach deinem Text gefragt. Ja, der hat es wirklich gegeben, da haben sie auch verbrannt. Ich habe gefragt, ist überhaupt noch was da von der alten Burg? Da hat man mir eine Tanka gezeigt, das ist ein tibetisches Rollbild, ja. Das hat man im Schutt gefunden, das war alles. So, ich habe weiter gefragt. Songtsin Gyambo hat auch diesen Text übersetzt. Ja, alles klar. Er muss sogar noch existieren irgendwo. Dann habe ich nach den gesammelten Schriften des Königs, die hat man später, als man dann in Tibet drucken konnte, hat man die dann sehr veröffentlicht, ja, unter dem Titel Manikambum. Ein ganz dicker Blockdruck. Da habe ich, das muss doch noch da sein. Ja, der wird schon noch geben und so weiter. So. Wie gesagt, bei Bhutön, der König war einer der ersten Schriftsteller und seine Werke im Manikambum gesammelt und veröffentlicht. So weit war ich jetzt. Jetzt muss ich aber noch mal auf den Bhutön zu sprechen kommen. Das ist ganz interessant, nämlich. Der Bhutön war der Initiator des sogenannten Lungom, des Translaufes, ja. Und das hat er hier im Kloster Chaloux, wo er immer gelebt hat und auch geschrieben hat, hat er das inszeniert. Er hat die Ausbildungs- und Meditationsstätten der Lungombas hier einrichten lassen. Lungom, das sind die Transläufer. Durch Meditationstechniken eignen sie sich die Siddhi-Kraft Lakima Siddhi an. Übrigens, der Nazarener hat das auch gekonnt. Er hat 40 Tage in der Wüste meditiert, hat sich das aneignet, zur Perfektion gebracht, konnte sogar über Wasser laufen. Soweit ging das hier nicht, aber die Lungombas, die konnten Transsprünge von 10 Meter weiter, 10 Meter und weiter durchführen, ja. Und man hat sie dann als Boden eingesetzt in Tibet. Die konnten rasenschnell von einem Ort zum anderen. So, ich war natürlich dann auch in Chaloux und musste dann feststellen, dass die Roten Garten die Meditationsstätten der Lungombas völlig vernichtet haben. Da standen noch nicht mal mehr Grundmauern. Ist ja klar, das passt nicht in die materialistische Weltanschauung, muss verschwinden. War eigentlich klar. Aber was mich erstaunt hat, dieser Tempel ist nicht zerstört worden von Chaloux und nicht zerstört worden, sondern der wurde sogar ganz aufwendig restauriert. Und ich wusste auch, dass die Inkarnationslinie von Bhutön Rinpoche bis in die Gegenwart noch besteht. Ja? Ja, und ich habe natürlich auch nach dem Bhutön gefragt, Bhutön Rinpoche, und da hat man mir dieses kleine Wesen zu mir geführt. Was würde er sagen? Ich würde sagen, 5 Jahre alt, der Körper. Im Kopf, was würdet ihr sagen? Ich würde sagen, 35 Jahre. Vielleicht sogar noch ein 40-Jähriger, der noch gut beisammen ist. Ja, du, ich habe schon so merkwürdige Sachen erlebt, dass mich das dann auch nicht mehr so schockiert hat. Was aber ganz stark war sein Blick. Der hat mich durchdrungen. Ich kam mir vor, er durchdringt mich bis in die feinste Hirnwindung. So, nun hatte ich nur sogar noch den Bhutön Rinpoche persönlich kennengelernt. Aber nichts vom Manikambum und von dem Himmelstext, nichts und nochmal nichts. Ich habe dann auch überall gefragt. Ich war in Nepal gute tibetische Schriften erstanden, sogar Handschriften. Überall und überall die gleiche Information. Ja, muss es geben. Ja, haben wir aber nicht da. Nee, haben wir nicht da. Aber das gibt es schon, das muss ja noch geben. Na klar, so überall. So, ich will jetzt noch mal einen kleinen Sprung machen. Hier sind wir in Delhi. Ich habe also gesagt vorhin, dass der König Songtsin Gyambo befohlen hat, muss eine tibetische Schrift geschaffen werden. Das hat er seinen Minister Thönmisam Hoda angeordnet. Und der ist nach Indien das ist die spätere Gupta-Schrift. Aus dieser Schrift hat er das Tibetisch entworfen. Ja, und ich schaue mir das so gerne an. Das ist hier, man sieht das richtig, wie er das gemacht hat. Ich kann es nicht anders sagen. Ich weiß nicht, warte mal. Ah, ich sehe das nicht. Das ist ein Saar. Ein Tier, Saar, Ta. Man kann nicht, also man sieht richtig, wie er das gemacht hat.
Das ist die Inschrift auf der Eisensäule von Delhi. Übrigens, hier in Delhi gibt es auch ein tibetisches Kulturzentrum mit Druckerei und Buchhandel. Und natürlich bin ich auch dort aufgekreuzt und mal gefragt nach dem Manikambum. Ja, ja, aber wir haben es nicht, ne? Aber das gibt es schon noch, aber wir haben das nicht. Ne? So, und dann kam es. Ich war dann im Kloster Nechung bei Dharamsala in Nordindien. Dort gibt es auch eine Buchhandlung und mit Druckerei. Und ich habe gefragt nach Manikambum. Ja, ja, haben wir da, ja klar, haben wir da. Sehr alter, schöner Blutdruck. Können Sie kaufen, wenn Sie möchten. Und ich muss mich dann immer zusammenreißen, dass ich einen Freudentanz aufführe und die Leute dann denken, was ist denn mit dem Kunden passiert? Ja, ich habe es gekauft und hier haben wir es. Ein wunderschöner Blockdruck, Manikambum. Ich habe mich ja gleich drüber gemacht. Die ersten Folien enthalten so eine Art Vorwort, würde ich mal sagen, wo man ganz kurz auf die einzelnen Texte des Königs eingeht. Ja? Der König hat ja auch, war ja vielleicht auch der Erste, der mal die tibetische Geschichte aufgeschrieben hat. Also das, was er als König auswendig lehren musste von seinen Vormonarchen, hat er aufgeschrieben. Das ist auch hier drin. Aber schon der zweite Text ist die Übersetzung von diesem Himmelstext. Also in Gips, die gab es wirklich und die Übersetzung ist auch erhalten geblieben. Und hier im Manikambum ist das schon der zweite Text. Mir sieht es jetzt schlecht, ich habe es deshalb mal mit der Hand geschrieben. Ja. So, ich habe das mal geschrieben. Da oben, wo ist das Ding? Da oben, das ist der vollständige Titel, der auf dem Deckel des Blockdrucks steht, ja. Manikambum Dechak Shimso. Das Wort Mani hier vorne ist ein Sanskritwort, das man als Fremdwort in Tibet hat. Hier gibt es den Buchstaben Na, den schreiben die Tibeter in Spiegelschrift. Wenn wir es wissenschaftlich transliterieren, machen wir einen Punkt hier drunter. Ja? Ich habe es hier nochmal hergeschrieben als in die Devanagari-Schrift, wo ja das meistens Sanskrit geschrieben wird. Aber das ist dieses Devanagari ist natürlich heute noch in Mittelindien, Nordindien gebräuchlich. Ja. Wer mal in Delhi war, ist da diese Schrift auf Hinweisschildern, darunter steht dann das nochmal in Englisch. So, Mani heißt einfach nur Juwel. Jetzt muss ich mal, das Tibetische ist immer manchmal ein bisschen merkwürdig für uns. Das K heißt es. K heißt das Wort. Und bumm, ja, Tibeter haben so eine, manchmal kommt mir das vor, wie wenn Tibeter schreibfaul sind. Ja, die können keine langen Worte, leiden das nicht. Da gibt es es gibt bloß einzelne Silben, da könnte man ein ganzes Wort, ganzen Satz draus machen, ja. Und dieses Bumm steht für die Zahl 100.000. K endet mit einem kleinen A, boom, fängt an mit einem stummen kleinen A, das wird dann nasal verbunden, kam, boom, 100.000 Worte. Dechak, ja, das heißt einfach gelehrt, zu lehren. Shukso heißt eigentlich verweilt hier. Also man kann übersetzen, das Juwel der 100.000 Worte, der zu lehrenden 100.000 Worte ist hier enthalten. Das ist also der Titel. Manikambum. Was mir dann hier unten habe ich das nochmal geschrieben. Das steht dann bei der Himmelsschrift. Bagpa Samadokke. Bagpa Samadokke. Bagpa ist ein Wort in Tibet, das das Sanskritwort Arya wiedergibt. Arya heißt eigentlich, man kann sagen, erhaben. Ich will es mal hier vorsichtig mit heilig übersetzen. Samadokke ist klar, das ist der Korb, Behältnis, Schatulle. Und Kö ist wieder so ein Wort, da kann man zwei Sätze draus machen. Das heißt eigentlich erhöht werden, zukommen, aber mehr so in Monarchenrichtung. Ja? Also man könnte übersetzen, der heilige Korb, der dem Thron zukam. So,
Darin, was darin erhalten ist, das ist in den Jahrhunderten danach sehr bedeutsam geworden im tibetischen Buddhismus. Unter anderem wird da sehr genau das Mantra Om Mani Padme Hum erklärt. Was für uns aber jetzt interessant ist, das lasse ich mal alles weg, das dauert zu lange. Was für uns interessant ist, dieser Text spielt, was ich vorhin erwähnt habe, über die Sphäre Sukhavati. Jemand, der Sukhavati erreicht hat, kann nie wieder abstürzen in einen niedrigen Bereich. Ja? Jetzt ist mal meine Interpretation. Es kann sein, dass ich nicht, aber ich glaube nicht, dass ich so sehr weit daneben liege. Ich sage immer Nirvana. Über Nirvana gibt es eigentlich eine ganz unklare Vorstellung. Man denkt, das ist das Paradies der Buddhisten oder sowas. Ja? Nirvana ist weder ein Paradies noch überhaupt ein Ort, es ist ein Zustand, ein erlangter Zustand. Man kann ganz kurz und am besten erklären mit dem Gegenbegriff Samsara. Samsara ist der zwangsweise unkontrolliert zustande kommende Geburtenkreislauf. Nirvana ist das Gegenteil, das Ende des zwangsweise unkontrolliert zustande kommenden Geburtenkreislaufs. Wer also da oben lebt in Sukhavati, der lebt auf einem Punkt. So, auf einem Punkt. Wir können das nicht erreichen, aber er kann uns beobachten. Und das ist natürlich, war das für die Tibeter sehr schön, für die Orakelpraxis. Das hat man ja sehr gut gekannt, diese Welt. Ja? Wie soll ich mir das erklären? Ja, ich nur mal ein Beispiel. Beispielsweise Behar, der wohnt in Sukhavati. Behar, das ist der Freund vom Dalai Lama. Da gibt es den Orakelpriester in Nechung, wo ich dieses Buch gekauft habe. Der Orakelpriester stellt seinen Körper zur Verfügung. Behar wirft ihn regelrecht aus seinem Körper raus und nimmt von seinem Körper Besitz, ja. Das wird plötzlich ein ganz anderes Wesen, nachher aus anders spricht, dann unterhält sich der Dalai Lama mit ihm, will seine Ratschläge haben, wie machen wir das. Dann geht Behar wieder aus seinem Körper raus, der Orakelpriester kommt zurück und kann sich an nichts erinnern. Also solche Sachen gibt es viel, aber es ist, man kann auch Kontakte nehmen zu Leuten in Sukhavati, das eben eigentlich ein bisschen einfacher geht. Ich denke mal, die Schamanenpraxis hat viel damit zu tun. Und ich auch eben mal. Hier geht es um Mo, M-O. Mit Mo, das ist auch schon Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende alt. Ich bin da drauf gekommen. Kann man Kontakt nehmen, kann mal, wenn man Probleme hat, um Rat fragen. Und ich bin einmal in eine ganz schlimme Lage gekommen. Das war ein Finanzskandal und damals habe ich beschlossen, mit Mo Kontakt aufzunehmen. Ja, ich hatte schon gewisse Meditationstechniken gelernt, also ich habe mir schon gedacht, das klappt schon irgendwie. Wenn ich einen Knall kriege, lande ich in der Klapsmühle, hat sich mein Problem auch erledigt. Ja, und das hat beim ersten Mal schon funktioniert, beim ersten Mal Mo, voll klar. Es war ein bisschen abstrus, was ich da erfahren habe. Ich habe mich genau daran gehalten und bin aus den Schlamassel rausgekommen. Ich habe dann auch noch ein paar Mal Kontakt gehabt mit Mo. Das letzte Mal im Frühjahr 2012, vor 10,5 Jahren. Nun muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Mo kann auch sehr gereizt reagieren, wenn man einfach aus Neugier mal das macht. Wenn man will, dass man schauen, was da wird, da sollte man lieber die Finger davon lassen. So, jetzt. Die Leute, die Sukhavati bewohnen, können auch in unserer Dimension erscheinen, und zwar als Avatara. Das heißt, das Sanskritwort dafür, Herabgestiegene. Das waren die ersten Könige von Tibet. Und das kann geschehen bis zum heutigen Tag. Padmasambhava war ein Avatara. Babaji war in einer Höhle von Haidakan erschienen. Ich glaube, 1972, ich war auch in Haidakan. Jetzt fragt man sich nur, wieso passiert das nicht hier mal bei uns? Aus dem ganz einfachen Grund, aus Anstand. Die wissen von uns.
Ja? Wir nichts von ihnen. Mir ist manchmal ganz unangenehm, wenn ich daran denke, dass mich jemand beobachten kann und ich kann das, ich registriere gar nicht oder so, ja. Und man weiß gar nicht, stellt euch mal vor, hier in katholischen Bayern würde ein Avatar erscheinen, ohne Mutter, ohne Vater, boom, ist der Körper da, hat Fähigkeiten, die man nur mit den Fähigkeiten des Lazarettes vergleichen kann und dann verschwindet er wieder und eine Pfütze Wasser bleibt übrig. Das geht nicht. In Asien geht's, passiert das. Wie gesagt, Babaji war das. Da ist man dran gewöhnt, das geht schon. Aber es geschah auch einmal bei uns. Eine meiner Lieblingsbücher. Ich habe es dreimal gelesen, wahrscheinlich lese ich es auch noch ein viertes Mal. Also hier ist alles, was mit einem Avatar zu tun hat, steht hier drin. Der Tommy erschien ohne Mutter, ohne Vater, hatte Fähigkeiten, da kann man nur drüber staunen. Ein Avatar kann niemals absinken in eine tiefere Welt nach Samsara. Ja? Also wenn bei uns jemand stirbt, ist klar, da kommen die Zeichen des Todes bis zum klaren Licht. Ein Avatar, das geht nicht, der bleibt dort, wo er ist, auch wenn er umgebracht wird. Den Tommy hat man umgebracht. Der war aber noch da. Man hat seinen Leichnam bestattet, musste ihn alles wieder ausbuddeln wegen Obduktion. Fand man nichts weiter als viel Matsch. Der war aber immer noch da. Er sagt euch nicht, ich bin von Sukhavati oder ich bin ein Avatar. Das verwenden die Asiaten. Ja. Er war immer noch da, hatte Kontakt mit Erich, mit anderen Leuten. Ist aber dann schließlich gegangen, ich schätze mal, er wollte nach Hause. So, ich würde euch gerne noch 2 Stunden lang so solche Sachen erzählen, aber aus Rücksicht auf meine Nachmoderatoren höre ich jetzt einfach abrupt auf. Dankeschön.